Suppenkaspar von Heinrich Hoffmann. Der Kaspar, der war kerngesund, ein Lingerbub und kugelrund. Hatte Backen rot und frisch, die Suppe, als Hut bei Tisch. Doch einmal fing anzuschreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag war sie nur hier, da war schon viel magerer. Da fing wieder anzuschreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am dritten Tag, oh weh und ach, wie ist der Kasper dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich fing wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tag endlich gar, der Kasper wie ein Fädchen war. Wollte vielleicht ein halbes Leben.